Unabhängig vom Coronavirus, aber fast zeitgenau stellten die Studierenden der Fakultät Gestaltung ihre crossmediale Kampagne über einen klugen Umgang mit Antibiotika bei Atemwegsinfekten vor. Eine deutschlandweite Aktion, um in der Primärversorgung aufzuklären. Die Kommunikationsdesigner unter der Leitung von Professor Arvid Voss, Fakultät Gestaltung, und Professor Dr. Med. Attila Altiner, Direktor des Instituts für Allgemeine Medizin an der Universität Rostock, präsentierten Plakate, Faltblätter, ein Magazin, ein Comic, ein Ausmalheft und die Webseite. Die Studierenden erfanden Slogans, eine Symbolfigur, sie forschten zur Erkältungswelle. Als Gestalter sich mit Krankheit und Medizin beschäftigen, ein interdisziplinäres Unternehmen. Die ursprüngliche Idee ging von uns aus, von der Universitätsmedizin in Rostock. Wir haben gesagt, wir haben so wichtige Botschaften, aber irgendwie wir sind zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs. Und da haben wir uns überlegt, wer kann sowas eigentlich? Und da wir es schon so ein paar kleine Projekte gab, die aber mehr so im rein gestalterischen Bereich waren, Logos oder so etwas, haben wir uns überlegt, wir nehmen mal Kontakt auf mit den Kommunikationsdesignern. Und das hat dann auf ein super Echo getroffen und hat zunächst erstmal bei Professor Voss und danach eben auch bei den Studierenden zu großem Interesse geführt. Insgesamt stecken hier bestimmt 2 Jahre Arbeit drin, auch viel konzeptionelle Arbeit. Und die Studierenden, wir waren überrascht davon, weil das als Projektarbeiten, Semesterarbeiten angeboten wurde, dass so viele Studierenden mitmachen wollten, inzwischen aus verschiedenen Semestern. Und die haben sich da super reingekniet. Und ich bin ja ein bisschen für die medizinischen Inhalte vor allen Dingen zuständig, dann auch tolle E-Mails bekommen von den Studierenden. Die haben dann Sachen gefragt, wie ist das? Und zum Teil auch aus dem persönlichen Bereich. Es sollte keine Apothekerzeitung werden. Dennoch, das Erkältungsmagazin Colt darf zukünftig durchaus in den Wartezimmern liegen. Von Gesundheitstipps bis wissenschaftlicher Betrachtung der Bakterien-DNA, all das versuchten die Designer zu beleuchten. Meine erste Reaktion war, eigentlich habe ich mich gefreut. Ich fand, es war ein interessantes Thema. Und hinzu kam ja auch, dass man von Anfang an damit gerechnet hat, dass es auch wirklich umgesetzt wird. Und diese Möglichkeit gibt es für uns auch nicht so oft. Also Das ist eigentlich eine Seltenheit, deswegen habe ich mich da schon gefreut, vor allem weil man auch gewusst hat, dass man sehr frei an das Thema rangehen kann und eigene Ideen mit einbringen kann und selbst dann auch recherchiert in dem Thema. Deswegen ja, hatte ich auch gleich, als es vorgestellt wurde, mir gedacht, ja, klingt nach einem spannenden Projekt und deswegen wollte ich dann auch mitmachen. Ein Abenteuer der besonderen Art, das Comic von Ferdinand und Florian. Sie erdachten sich eine Welt, in der mit einer Leichtigkeit den Kindern und jugendlichen Lesern simple Körperaktionen und Reaktionen erläutert werden. Ähnlich dem Lexika von Anton bis Zylinder aus den 60ern, bildhaft und mit einfacher Sprache, dennoch wissenschaftlich korrekt. Wir haben uns ganz verschiedene Inspirationen geholt, so wie es war einmal das Leben, diese alten Cartoons und dann das halt mit diesen Superhelden verbunden. Da gibt es sehr viele verschiedene lustige Filme und die auch im Körper spielen und da haben wir viel Inspiration rausgenommen, aber auch dann unsere eigene Stadt halt geschaffen mit diesem Immunopolis, die große Metropole als Immunsystem. Die Webseite www.weniger-antibiotika.de kann jeder einsehen. Unter den verschiedenen Rubriken, ähnlich dem Magazin, kann der Interessierte sein Wissen stillen und, wie die Professoren bestätigten, können Einrichtungen wie Kindergärten oder Praxen Material bestellen, solange der Vorrat reicht. Ein Ausmalabenteuer gibt es für die Allerjüngsten. Hachi, das Virenkiller-Monster, erzählt von seiner Tätigkeit und wer Lust hat, kann es ausmalen. Ein interdisziplinäres Projekt, welches in 2 Jahren Arbeit gemeinsam mit Studierenden aus Wismar und Rostock entstanden ist, nimmt nun den Lauf in die Öffentlichkeit.